Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht? Die Nacht ist in Bochum angekommen, wenn der Verkehr stadtauswärts größer wird als stadteinwärts. Wenn die Stücke am Schauspielhaus schon gelaufen sind. Wenn die Neonreklamen die Stadt erhellen und im Tanas noch Getränke gereicht werden. Am Bühneneingang wird es ruhiger. Und an der Pforte hat der Dienst von Wolfgang Welt begonnen, dem Nachtportier des Schauspielhauses. Zum Nachtportier muss man geboren sein. Man muss wahrscheinlich auch eine gewisse Melancholie besitzen, um Tag für Tag oder besser Nacht für Nacht Dunkelheit, Einsamkeit und sich selbst zu ertragen. Der Arbeitsplatz, ein Rechner ohne Internet, ein Telefon, das nicht klingelt. Seit über 20 Jahren ist Wolfgang Welt jetzt schon Nachtportier im Schauspielhaus. Was bitteschön gefällt ihm an diesem Arbeitsplatz? Dass ich meine Ruhe habe. Das merken Sie selber, jetzt ist 12 Uhr, es ist ruhig. Und jetzt warte ich, bis ich meinen Rundgang mache. Und dann höre ich Radio und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Vor seiner Tätigkeit am Schauspielhaus war Wolfgang Welt übrigens auch schon Nachtwächter. Im Rathaus und in der Ruhrlandhalle. Und davor war er mal Musikjournalist bei Marabou. Und irgendwann dazwischen wurde er zum Schriftsteller. Sein erster Roman, Peggy Sue. Auflage 1000 Stück im Verlag eines Freundes. Dann wurde ich dann bekannter, auch im Spiegel wurde geschrieben über mich. Und so, Taz, Süddeutsche Zeitung. Ja, und dann an einer gewissen Zeit habe ich dann noch 2 Romane geschrieben. Peggy Sue war der Startschuss 1986. Es folgten Der Tick und Der Tunnel am Ende des Lichts. Was fehlte, war nun ein Verlag. Aber Wolfgang Welt besaß prominente Fans. Dann hat dann der Peter Handke, der berühmte Schriftsteller, hat bei Surkamp ein Machtwort gesprochen und hat gesagt, die Bücher von Wolfgang Welt müssen bei Surkamp erscheinen. Und die Verlagsleiterin hat dann auf ihn gehört. Und dann ist dann der Roman oder das Buch bei Holly auf der Wilhelmshöhe erschienen. Bei Surkamp. Ein Ritterschlag. Der Surkamp Verlag verlegte die ersten 3 Romane unter dem Titel Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe. Und auch das 4. Werk Doris hilft. Ach, die haben dann kein großes Geschiss für mich gemacht. Das ist dann auch irgendwie im Sande verlaufen. Das ist, wenn das als Taschenbuch rauskommt, nur als Taschenbuch, dann läuft das nicht so. So war also Wolfgang Welt gezwungen, weiter Nacht für Nacht seine Runden zu drehen. Als Schriftsteller verdiente er ein bisschen Ruhm und Ehre, als Nachtportier sein Geld. Es ist 1 Uhr in der Nacht. Wolfgang Welt kontrolliert Türen, Fenster, Bühne und Zuschauerraum. Derzeit schreibt Wolfgang Welt übrigens an seinem 5. Werk, über die 90er Jahre im Schauspielhaus. Schreiben tut er übrigens nie nachts, sondern nur im Urlaub. Also wird es noch ein paar Mal dunkel werden, bis das nächste Buch des sonderbaren Schriftstellers Wolfgang Welt erscheinen wird.